So, Leute. Mal schauen, ob jetzt alle gleich da sind, ob wir kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Leck ist, Sau. Keine Ahnung, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Soll denn alle gute Aussagen machen? Meine Soundqualität ist nicht zu. Ich hoffe, meine Soundqualität ist nicht so laut und die Stimme ist optimal. Könnt ihr mir mal Bescheid sagen? Oh Gott, Hearthstone. Wann war ich? Wann hab ich mal Hearthstone gezockt? Das war noch in der Beta-Zeit. Mein Merp-Druide. Mein Magier, mein Krieger 2. Drachschön, was geht? Die Auflösung passt nicht. Die Auflösung passt nicht? Wieso passt die Auflösung nicht? Ich bin zu leise, ich bin zu leise. Soll ich schreien? Okay, Moment. So, ich hoffe, jetzt haut es besser hin. Dann schauen wir doch gleich einmal. Warum die Typen hier nicht geblockt werden, wenn sie so ein Mist schreiben, aber gut. Fängt ja schon wieder gut an. Drache ist zu leise. Ich kann nicht noch lauter. Das geht nicht. Bin schon auf voller Maximum-Lautstärke. Aber ja klar, ey. Das immer. Warum ist mein Mikro immer zu leise? Ich begreife das nicht. Ich mache die Gesamtlautstärke immer ein bisschen leiser. Leute, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann mache ich den Admin, dann mache ich den Ding-Chat an. Ja. Jetzt habe ich ewig kein Hearthstone gespielt, jetzt weiß ich überhaupt noch, was ich machen muss. Das ist echt gut, ich mache das überhaupt nicht zu spacken. War schon nicht mehr alleine.
schau mal erstmal in mein Druiden-Deck rein, was habe ich denn da drinnen? Ich mache jetzt einfach mal random ein Game. Wie ich nochmal gespielt. Rauschbitzel, oder? Ich kann ja auch nichts dafür, sorry. Müssen wir halt mal auf ein Ding warten, auf ein Spieler. Gegen Galosch. Ach du Scheiße. Oder Tod. Ich muss die Wildnis schützen. Klasse. Eigentlich bin ich mit dem Platz zufrieden. Gegner wählt noch. Okay. Oh, okay. Gegner hat den ersten Zug. War irgendwie vorhersehbar. So, mal sehen. Ich habe einen Mana-Punkt. 3. Das wäre aber ein wenig zu arg mächtige Bestie für den Anfang. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich hau ihn raus. Dann hau ich direkt mal die raus. Ach, ich hab vergessen, dass es kein Blitzviech ist. Scheiße. Ja klar, der rüstet sich natürlich jetzt jede Woche jedes Ding auf. Füge einem Feind 4 Schaden und allen anderen einen zu. Ja, kann man bloß nicht einsetzen. Zauberschaden. Du nicht nehmen, Kerze. Wer Selbstmord, wenn die angreift, also greifen wir ihn direkt an. Wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. So, mir reicht's, ich mach den Ding an. Wenn ihr schreiben wollt, dann müsst ihr abonnieren. Ich mach das jetzt an, ich habe nämlich da keinen Bock drauf. Sag mir, wie es so geht, aber es war nicht hin. Aber ich glaube, es funktioniert ganz gut gerade. Ja, klar greift ihr mich jetzt an, das war logisch. Okay, das war unerwartet. Ach so, ja. Das macht natürlich Sinn, wenn er die Waffe hat, aber das war unkluger Zug, finde ich. Der kam zu früh, die hebe ich mir auf. Verleiht einem Helden 2 Angriff in diesem Zug und 2 Rüstung. So. Einmal das und einmal das und mehr kann ich nicht machen. Jetzt habe ich 3 Rüstungen, habe jetzt genau die gleichen Punkte wie er. Er setzt die ein, da hat er 2 Rüstungen und eine Waffe. Damit greift er mich jetzt an, weil er 3 Angriff hat. Kostet mich das nur die Rüstung. So. Ich habe jetzt 4 Mana-Punkte, ich setze jetzt das hier ein. Zerstört die Waffen eures Gegners. Was haben wir hier? Kampf zieht eine Karte. Ja, ziehen wir mal eine Karte. Das
müsste auch immer Speed sein, oder? Ne, ist keine Schnellzauber. Ja, es macht keinen Sinn, aber... Ah, da wenigstens keine Rüstung. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätte er in der nächsten Runde 4 Rüstung. Geht hinter mir in Deckung. Ah, wow. Das ist sogar ein recht guter Taunt gleich. Okay, passt mal auf. Was haben wir hier? Bis verleiht eurem Helden. Okay, das brauchen wir gerade nicht. Ach so, ja, ich spiele. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, wie ich überhaupt spiele. Ich werde euch vernichten. Was? Ich danke euch. Das verwirrt ihn bestimmt. Fügt einem Feind 5 Schaden und allen anderen 2 zu. Gut, ja, scheiß drauf. Was haben wir hier? Ich opfer den hier. Dafür hat er... Jetzt hat er keinen Taunt mehr. Jetzt kann ich mit allem angreifen, was ich hab. Wenn ihr meint... Ich warte auf niemanden. Ich danke euch. Ja, hat er sich bei mir bedankt. Hat er mich gelobt, weil ich gut gespielt hab. Aber ich kann es noch verhältnismäßig gut. Oh, der hat dann Speed. Was? Der hat dann Schnellzauber gespielt und hat's. Oh, das ist selten sogar. Der hat dann Schnellzauber gespielt und gar nicht angegriffen? Okay. Dann hätte er mich doch angreifen können. Alle 2 Magiekristalle zu eurem Mannzug. Das ist bedauerlich. Gut, der hat keinen Taunt draußen. Das heißt, ich kann ihn direkt angreifen. Wenn ihr meint. So. Ich darf jetzt ziehen, mal schauen. Ups. Jetzt bin ich gespannt, was er vorhat. In der nächsten Runde setzt man einen Taunt ein. Oh, was hat er denn jetzt vor? Ah, ich verstehe. Gut gespielt. So, mal sehen. Wir setzen einen Taunt. Das Dingo! Ja! Jetzt habe ich noch 3 Kampf verleiht, einen befreundeten Diener 1. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. So, das Wichtige ist jetzt, dass ich seine Rüstung rausgezogen habe. Den hau ich mal raus. Genau. Jetzt habe ich ihm nochmal eine Rüstung geschenkt, aber das war es mir jetzt wert. Dann ist das Vieh nämlich draußen und das bedroht nämlich das Vieh nicht. Wobei, ich habe einen Taunt draußen, eigentlich wäre es egal gewesen. Oh, der hat auch einen Taunt draußen, nicht schlecht. Jetzt verstärkt er seinen Taunt. So viel dazu. Wow. Gut gespielt. Ansturm. Danke. Finde ich immer geil. Er verleiht eurem Helden 4 Angriff. Wie gesagt, wenn ihr schreiben wollt, müsst ihr leider abonnieren, weil ja genug Idioten dabei sind immer. So. Wenn ihr meint.
Gut. Damit habe ich gut Schaden gemacht. Erzittert oder macht Sturmwind. Die Sache ist die, er kann mich... Oh, ich wollte gerade sagen, er kann mich jederzeit besiegen, kann er aber nicht, weil ich habe jetzt noch einen Taunt. Ein Taunt auf Englisch, halt an Spott, halt an Beschützer halt. So. Das war's, mehr kann ich nicht machen. Und der Taunt ist halt echt, der kann es halt echt nochmal rausreißen, der Taunt. Okay. Haben wir nicht aufgepasst? So, das war Sieg für mich. Oh, ich habe drei Siegesdinger. Wow, ein Pegasus, nicht schlecht. Und ein Goldbeutel. So. Ich muss leider das wieder anmachen. Tut mir leid, wenn ihr euch nicht benehmen könnt. Wartet mal, gehen wir mal kurz zurück. Ich will mal kurz was gucken. Shop. Was? Öffne die Nekrofole zum ersten Mal. Was? Du spielst schlechter als ich und du weißt ja mal, was du spielst. Junge, du hast, glaube ich, wirklich keine Ahnung. Also, wenn ihr jetzt irgendwas schreiben wollt, müsst ihr das abonnieren. Und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt da nicht rauskomme gerade. Hä? Was ist jetzt das, Alter? Nun mach! Mach Mut, nun mach! Okay, keine Ahnung, was das soll. Ich überlege jetzt gerade, ob ich schnell ein Priester-Deck mache. Machen wir mal ein gewertetes Spiel. Entschuldigung. Furian gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich muss die Wildnis schützen. Ah, ich bin am Zug. Jetzt habe ich bloß drei Karten. 3, 3, 3. Dann nehmen wir mal eine von denen raus. Das wird reichen. So. Mein Zug. Oh. Verleiht euren Helden zwei Angriff in diesem Zug und zeigt und zwei Rüstung. Was hat der gekonnt? Ruft einen Rekruten, der... Ja, einen Rekruten rufen, genau. Für die Wildnis. Zwei,
war der bestmögliche Zug, den ich hatte. Einsatzbereit! Gut. Oh, der hat direkt einen Taunt rausgehaut. Okay. Nicht schlecht. Warum habe ich eigentlich schon wieder mal Folien? Ich wollte eigentlich mal einen Krieger nehmen. Ja, das ist für später. Das bringt mir gerade gar nichts. Ich weiß nicht, der spielt normalerweise nicht auf Ding, ne? Ja, ist besser als gar nichts draußen zu haben. Da kann er mich schon mal nicht angreifen. Direkt ein Taunt draußen, nicht schlecht. Nicht schlecht. Geladen und entsichert. Oh. Na, das nenne ich mal einen starken Krieger gleich zu Anfang. Ich muss den Taunt angreifen, das mache ich mit dem. Machen wir mal wir so. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Damit heile ich ihn und mache ihn stärker. Na, den kann ich angreifen, weil ich muss den angreifen. Ja. Kommt ja zu mir mal gesagt, wenn du angreifen kannst, greif an. Okay, der vernichtet sich selber, auch interessant. Das würde ich jetzt nicht machen. Verursacht einen Schaden. Das war's. Ja. Ist halt kein Schnellangriff. Oh, wir sind beide auf Level 25, okay. Sicher. Hm. Ah, das wurde auch mal Zeit, dass ich einen Taunt kriege. Ich habe das Thema eine Erfindung des Helden. Erhält zwei Mana-Kristalle für diesen Zug. Das bringt mir in dem Fall noch nichts. Greife ich ihn an. Weil wenn er jetzt mich angreifen will, muss er erst meinen Taunt angreifen, also meinen Spot, meinen Schütze halt hier. Und, ja. Verursacht 3 Schaden. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ich habe meinen Taunt rausgekickt, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe nämlich schon den nächsten Taunt. Das Dingo! Ja! Ja, das benötige ich gerade nicht. Kennt ihr meinen? Der Sieg gehört euch. Gut gespielt. So, der hat mir den Sieg geschenkt, hat aufgegeben. Finde ich persönlich schlecht, weil man eigentlich nicht aufgibt. Man kann eigentlich das Spiel immer reißen. Ah, sieh mal an. 40 Coins bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Man sieht auch hier, mein Kriegerdeck ist auf 21, mein Magier auf Level 15 und mein hier, wie heißt der? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mein Ding hier ist auf Level 13.
kann ich gegen dich spielen. Du kannst gegen mich spielen, wenn du mich hast, irgendwie. Wie heißt du in dem Spiel? Das wüsstest du gerne. Ich heiße Dracona. Ich mache jetzt aber noch ein offizielles Game. Magier. Sieg oder Tod. Ah, sehr schön. Eine Level 4er Karte ist mir für den Anfang zu krass, weil die kann ich eh nicht nutzen. Die Level 3er bringt mir eigentlich für den Anfang auch nichts. Hau ich die auch mal weg. Vielleicht kriege ich noch mal zwei Level 1er. Dann kann ich mal schauen. Ein Level 2er und ein Level 6er. Klasse. Hallo. Ah. Grüße. Das ist immer voll krass. Der Ding macht immer so Grüße. Vernichtet eine verletzte Feinde, ja, das ist okay. Fügt allen Dienern. Was jetzt? Ich überlege jetzt bloß gerade. Das ist ein Krieg. Das ist eine Magierin, das heißt, die spielt definitiv nicht mit Waffen. Machen wir einfach mal das und mal das, dass wir das rausbringen. Ja, und mehr kann ich nicht machen. Vielen Dank, eine Kreatur, man will ja nur helfen. Ja, kein Stress, wie gesagt. Ich spiele halt so, wie es für richtig halt. Man sieht ja, dass ich auch relativ vorankomme an dem Ganzen. Die würde ich gerne spielen, aber dafür brauche ich viel zu viel im Moment. Ich habe nicht genug Mana. Ach so, das ist, bin ich blöd. Ach, ich hätte noch angreifen müssen, ich Idiot. Das war ein Fehler. Ach Mann. Was? Kam? Servus, was hältst du eigentlich von Holocaust? Ich halte das alles für absolut asozial. Ja, es war ein echter Fehler, da nicht anzugreifen. Die vor allem Zauberer greifen vor allem in erster Linie mit Zaubern an. Was jetzt? Machen wir das so. Nein, ich spiele nicht Magic. Oh, da hat ein Taunt draußen. Fügt einen Diener einen Schaden zu, vernichtet einen. Dann habe ich noch zwei, damit kann ich nicht viel anfangen. Aber dann wäre zumindest der Taunt weg. Aber das ist zu risikoreich. Das ist mir zu risikoreich. Ich spiele schon auf Verteidigung. Ich will den hier nicht raushauen, damit könnte ich zwar angreifen, aber der hat plus 3 und der hat 5. Also rot ist die Verteidigung und gelb ist der Angriff.
frage ich mich allerdings wirklich. Ja, okay, scheiß drauf. Machen wir das nochmal so. Okay, bleiben wir noch auf Rüstung. Das war's. Ich muss mich entscheiden. Ja, das schreit er jetzt aber, weil ich zu lange gebraucht habe für mein Zug. Die Tore sind geöffnet. Okay, pass mal auf. Damit habe ich eine Waffe. Macht dann Wirbelsturm. Ich bräuchte selber einen Taunt. Was jetzt? Ich könnte damit angreifen, könnte den Taunt weghauen. Dann könnte ich nochmal selber angreifen, würde 3 Schaden entstehen. Ne, kann ich nicht, ich habe nicht so viel Mana. Blöd. Ich muss. Ich frage mich überhaupt. Hetzen lasse ich mich definitiv nicht. Look down, Ogre! Es ist halt wirklich so blöd, wenn man mit Magier gehe ich Krieger spielt, ist halt echt so ein. Ja, das war klar, dass die so ein Viech in das Ding hat. Geht hinter mir in Deckung. Das macht noch überhaupt nichts aus, das macht einen Unterschied. Fügt dem Diener 2 Schaden zu, macht Wirbelsturm. Okay, es nützt nichts, es aufzuheben. Was jetzt? So, damit greife ich die an. Dann kommt der Wirbelsturm raus. Ja, und mehr kann ich nicht machen. Jetzt kann er mich zwar mit 2 Viechern angreifen und wenn er genug Mana hat und nichts aufruft, kann er mich noch mit dem Feuerball angreifen. Aber das macht alles nichts aus, weil es alles uninteressant ist. Darum geht's ja gar nicht. Solange ich noch einen Lebenspunkt habe, bin ich immer noch im Vorteil. Was soll ich machen? Er zittert und er macht Sturmwind. Jetzt hat er nochmal 2 Spottdiener gerufen, war klar. Hab ich mir genug Mana gehabt, okay. Ich habe zu lange gezögert. 7. Ich bräuchte noch einen Kristall mehr. Gut gespielt. Danke. Ja, mehr kann ich nicht machen. Nützt ja alles nichts. Ja. Irgendwann muss ich ja machen. Du glaubst, ich habe verloren? Du, in meinem Deck warten einige Überraschungen. Ich muss bloß die richtigen Karten ziehen. Ja, okay, jetzt habe ich verloren. Egal. Gut gespielt. Ja, jetzt macht er mir platt. Egal. Ich habe 2 Runden gewonnen. Danke. Gut gespielt.
Jo, macht dir nichts. Wütendes Huhn. Wütendes Huhn. Das ist mein Rang im Moment. Na gut, eine Niederlage, das macht überhaupt nichts. Man muss auch dazu sagen, Krieger muss man können, also da muss man wirklich aufpassen. Ich habe da ja schon viele Siege errungen, wie man sieht. Wartet mal, so sieht man es, glaube ich, ne? Wo hat man das gesehen? Ach so. Ja, hier sieht man es halt. 500 Siege. Nicht so einen von 500. Ich habe doch vorhin zwei Siege gemacht mit dem. Ach so, weil es das Eintausend war. Okay. Dann such dir selber einen Job und halt's Maul. Das, Leute, bin ich. Und es sieht. Wenn ihr auch so geile Bilderchen von mir posten wollt, müsst ihr abonnieren. Drakonik. Was ist mit Drakonik? Leute, lasst euch nicht verunsichern. Ich überlege jetzt bloß gerade, wie wir weitermachen. Sammlung. Ich glaube, ich mache mal einen Hexer. Oh Gott, Leute. Fangen wir mal bei 0 an. Okay, 0 habe ich keine. Ja, voll die Witzau. Du alle Witzau. Oh, ich habe sogar einen seltenen. Krass. Okay, wir haben einen Spot direkt auf Level 1. Den nehmen wir mal mit rein. Was macht der? Verleiht einen befreundeten Diener bis zu Ende des Zuges 4x4. Stirbt er auf schreckliche Art und Weise. Dann stirbt er auf schreckliche Art und Weise. Ah, okay. Berührt den Rand einer Seite, um durch eure Kartensammlung zu blättern. Das weiß ich auch. Unbugging. Ja, ich habe überhaupt keine Karten. Ich müsste mir erstmal Karten kaufen. Ich habe keine Karten. Also Kartenpacks habe ich keine. Müsste ich mir erstmal welche zulegen. Ja. Jetzt habe ich ja ein Spiel, das auch funktioniert, Leute. Ich habe da auch versucht, ich habe auch überlegt, Dragonica zu streamen, aber das haut ja alles nicht hin. Und das hier ist ein Online-Spiel und das geht ja trotzdem. Und ich habe bald eine bessere Internetverbindung. Das sollte man alles dazu rechnen. So, Leute, ich tue jetzt mal kurz eine Kartensammlung zusammenstellen. Für ein paar hole ich jetzt mal Werbung rein. Ich weiß nicht, wer von euch den Adblocker anhat. So, dann kann ich mich mal ruhig auf die Karten konzentrieren. Was haben wir denn hier? Wähle einen feindlichen Diener aus, vernichte ihn zu Beginn eures Zuges. Gib einem Diener einen Schaden zu. Zieht eine Karte. Wenn er da durch vernichtet wird. Ah, okay. Die ist auch nicht schlecht. Ach, rechts steht's ja immer. Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht. Das belasse ich jetzt mal so. Wie viel habe ich von der Karte? Hier habe ich da mehr. Da habe ich zwei, ne? Nehme ich da mal zwei mit rein. Spotz ist, also das Ding ist nie verkehrt. Werf eine Zufallkarte ab. Okay, das ist auch mal nicht schlecht. Schauen wir hier mal auf die Level 2. Was haben wir hier?
Kann man anstürmen. Man muss auch aufpassen, man hat nur 30 Karten zur Verfügung. Ich habe schon 8 drinnen. Benutze ich eigentlich viele Zauber? Ich weiß jetzt gar nicht gerade. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn ich da mal 2 mit reinnehme von dem. Ziehe eine Karte, ist auch nie verkehrt. So, schauen wir mal, was haben wir auf der Nummer 3? Blutsauger, das sind auch bloß Zauber. Benutzt das Hex aber auch viele Zauber, ne? Verursacht 2 Schaden, stellt bei eurem Helden 2 Leben her. Das ist natürlich nicht verkehrt. Allen Charakteren 3 Schaden zu. Haben wir einen Level 4 Spot. So, schauen wir mal. Wenn die Nina zum Schweigen. Der Zauberschaden von denen ist nicht verkehrt. So, schauen wir mal. Hey, war auf der Seite. Nee, das bringt mir nichts. Oh, ich habe von der Level 5 gar nichts. Wenn ich mich richtig erinnere, sollte man eigentlich versuchen, von allen was drin zu haben. Die Viecher da sind geil. Noch ein Taunt. Habe ich eigentlich genug, ne? Und der Diener kostet 3 mehr. Warum sollte man sich das nehmen? Ich sehe schon, ich habe noch nicht genug mit dem Charakter gespielt. Wenn du es besser kannst, dann mach es besser, anstatt hier rum zu posaunen. So, der ist nicht verkehrt, wenn man mal kurz zwischendurch schnell angreifen will. Da hauen wir mal 2 rein, dass man mal anziehen kann in gelegentlichen Falle. Zauberschatten ist jetzt nicht verkehrt, weil ich jetzt viele Zauberkarten dabei habe. Kampfschrei fällt einen Drachen. Gefällt einen Ding an. Ja, nimm mir auch mal mit. Ist auch nicht verkehrt. So, schauen wir mal, was habe ich auf der 7 noch? Was war das jetzt gerade? Ah, jetzt schicken mir alle Freunde zum Fragen, oder was? Leute. Gut, man sieht wenigstens die Namen nicht.
So, das sollte mal reichen. Probieren wir mal aus, ob es funktioniert. Ach, ich habe das jetzt gar nicht benannt, ne? Na, ist egal. Hier werden keine Links gepostet. Okay, dann machen wir es eben nochmal so. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Mist. Wenn ihr das schreiben wollt, dann müsst ihr abonnieren, ansonsten lasst das bleiben. Schauen wir mal, wenn wir einen guten Gegner zusammenbringen. Fulion gegen Jaina. Hast du gewonnen? Ich muss die Wildnis schützen. Direkt an Dinge. Ja, die hau ich mal alle weg. Hoffentlich zieh was Besseres. Naja, gut, hätte schlimmer sein können. Wieso bin ich jetzt mal Fulion? Ich bin ein Idiot, Alter. Ich wollte doch was... Ah, Schnief. Ja, scheiß drauf. Die Mana-Münze hebe ich mir mal auf. Jetzt hat er sich der Punktiert. Schauen wir mal. Ja, belassen wir es mal dabei. Ich werde die greifen. Wieso konnte die eigentlich mit dem Zauber angreifen? Und warum hat die schon 3 und nur... Hä? Achso, die hat wahrscheinlich eine Zauberkarte benutzt. Legt euch nicht mit Zorn allein. Ach, die beschwerter Schwein, ne? Mann, Level 8 Sport! Wie soll ich denn den raushauen, ey? Na gut. Dann hauen wir erstmal einen Torn drauf. Das Dingo! Ja! So. Jetzt verstecke ich mich mal erstmal hinter meinem Taunt. Mal schauen, ob ich den Absinken gleich platt machen will. Kann die mal wieder ein Schwein beschwören? Ruf einen Eber 1 Level 1, alles klar. Geladen und entsichert. Oh, herzlichen Glückwunsch, du kannst aber den jetzt anders angreifen. Verursacht 3 Schaden. War irgendwie klar. Aber das geht schon. Ernst? Der macht sich so einen Umstand für den Taunt? Ja gut, ich meine klar, die Taunts muss man wegkriegen. Das hebe ich mir für eine böse Überraschung auf. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, Mann! Ja, ist nämlich was viele vergessen. Man kann auch mit die Taunts angreifen. Ah, ja, hätte nicht geklappt. Ich habe das mal einen Mana gehabt. Bin ich gespannt, was er macht.
Oder er. Okay. Wollte meinen Torn wegkriegen, aber die hat gleich noch eine. Die hat zwar noch eine böse Überraschung. Nicht schlecht. Da muss ich mal loben. Gut gespielt. Gut gespielt. So, 5, 6 gibt 7. Also noch eine Runde, dann gibt es eine böse Überraschung. Ich frage mich, ob für die Wildnis. Gut. So, machen wir das so. Dadurch habe ich jetzt, halte ich jetzt 4 Schaden aus. Mal schauen, was passiert. Ach, ihr könnt ja gar nicht schreiben. Nur wenn ihr abonniert. Oh! Nicht schlecht. 2 Schaden dadurch und 2 Schaden durch einen Angriff. Nicht schlecht. Richtig, richtig gut. Die hat schon 6, aber das bringt ja nichts, weil ich habe auch gleich 6. Und, ach so, die hat ja automatisch, sagt, weil die ja eine Runde später anfangen, da kriegt sie automatisch einen. Deswegen hat die auch vorhin 2 gehabt. Gut gespielt. Bin auch nicht fertig. So. Ja. Ich danke euch. Selber wieder dran? Ich weiß nicht, mit Malfurion, also so Ding. Damit bin ich mit dem Deck hier bin ich viel besser. Bin ich gespannt, was sie gegen den 8. Taunt macht. Das ist nämlich gar nicht so einfach, den zu besiegen. 6 Schaden dadurch, okay. 6, 7, 8. Jetzt sag bloß, die Opfer den. Okay. Ach, und Ansturm auf. Auf den? Fehler. Das war ein Fehler. Die hätte mich angreifen sollen und nicht anders. Jeder Zauber verursacht einen Schaden. Nicht schlecht, aber das ist keine Ansturmbestie. Ja, jetzt braucht sie noch einen Zauber, mit dem sie den Verletzten niedermachen kann. Tja. 5. Naja, reicht noch nicht ganz. 1, dann ist sie auf 12. Damit macht sie 5. Dann ist er auf 7. Dann ist er auf 5. Ah. Ah, ja. Warum eigentlich nicht? So. Das war's. Ja, leider. Dieser Diener hat bereits angegriffen. Ja. Wenn sie jetzt der Zauber einsetzt, kriegt sie automatisch Schaden, solange der auf dem Feld ist. Den muss er erst aus dem Weg räumen. Dafür sind nämlich diese Gegner eigentlich gedacht hier. Ich hätte einen noch einen zweiten einsetzen können, wenn sie jetzt einen Zauber einsetzt. Oh, die heilt sich selber. Okay, nicht schlecht. Sie werden nicht wissen, wie ihnen. Ich würde den Blatt machen. Macht doch bloß einen Schaden. Das war ein Fehler. Wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Das.
Wartet mal. Wir machen jetzt das hier. So, jetzt setzen wir den Zauber auf uns ein. Jetzt habe ich nochmal 8 dazu bekommen. Jetzt kann ich das hier noch machen. Damit kann ich einmal angreifen. Es reicht nicht ganz. Aber das war jetzt so gut. Naja, wobei, sie hat noch einen Lebenspunkt. Wenn sie jetzt noch was Gutes ausbringt und mich jetzt komplett angreift. Naja, es reicht aber nicht. 2 Karten darf sie ziehen. Das ist nicht schlecht, die Karte. 4. Ja, ich bin gespannt. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, sie powert den auf 10 hoch. Nicht schlecht. Sie darf aber nicht meine Diener angreifen. Das gibt dann Fehler. Das. Ich brauche jetzt bloß ein Viech rufen, was... Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler gewesen. Die hätte mich angreifen müssen. Ja. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Gut gespielt. Das war's. Ich danke euch. Danke für das Spiel. Aber den Sieg lasse ich mir nicht aus der Hand nehmen. Das hat blöd gelaufen. So. Ja, ich wollte eigentlich meinen Hexenmeister ausprobieren, ne? Gul'dan gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Eure Seele wird mir gehören. Was war Thrall jetzt wieder für einer? Das Blatt gefällt mir gar nicht. Könnt ihr euch nicht einfach mal benehmen, ihr Idioten? Ganz klassische Arschlöcher dabei. 2, 2, 6, 6, naja, das bringt mir wieder genauso viel wie vorher. Was haben wir denn hier? Verstohlenheit, verleiht am Ende eures Zuges einen anderen, zufällig befreundeten Diener ein Leben. Ja, das bringt mir bloß nicht viel, wenn Kadina draußen ist, ne? So viele Möglichkeiten. Das war's. Oh, das war der bestmögliche Zug. Aber den kann er jetzt halt rauskicken und er kann jetzt ein Totem rufen. Werft eine zufällige Karte ab. Ob das so gut ist? Ich hoffe ja auf eine bestimmte Karte. Ja gut, naja gut. Das ist jetzt nicht die Bombe, die ich erhofft hatte. Aber erstmal seinen Taunt weghauen. Die Karte hätte ich raushauen sollen, aber das ist halt auch nur so eine Sache. Ja. Fügt einen Schaden zu, okay. Ah, die hat man eingefroren. Muss das sein? Ja, muss sein.
Zauberschaden, hä? Okay, die ist wieder entfroren. Ah, und die hat sogar noch ein Ding wieder gegeben. Drache, ja. Nein! Eternamit ist in einem Ton. Das war ein Fehler. Fügt einen Diener 4 Schaden zu. Ich will keinen Diener-Schaden zufügen. Es tut mir leid, dass das geschehen ist. Ja! So viele Möglichkeiten. Verstohlenheit. Das kann ich nicht tun. Gibt's hier immer dem oder was? Jetzt wird bei Taunt immer stärker, hat aber keinen Angriff. Nein. Hallo Rainer, servus. Ohne Scheiß. Jetzt hat er aus beiden Viechern Taunts gemacht. Will er mich verarschen? Und ich kann noch ein... Ich kann einfach nichts anderes machen. Von ärgerlich. Das Deck ist definitiv noch zu unausbalanciert. Zu wenig kleine, zu viel große. Geht hinter mir in Deckung. Ich brauche nicht gecoacht werden. Ich bin bloß immer ein bisschen trottelig, wenn es um die Stellung der Decks geht. Jetzt reicht's, ne? Das war's. Ja, mehr wollte ich auch gar nicht erreichen. Weil der Charakter hier ist für mich eigentlich nur so eine Art Opfer. Der ist quasi für mich eine Art kurze Lebensversicherung. Es werden hier keine Links gepostet, meine lieben Idioten. Warum ich Idioten gesagt habe, weiß jeder, wer die Person, die gemeint ist. Okay, es reicht dann schon. Okay, mir reicht's. Ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß. Gib nicht irgendjemanden einfach Mordrechte. Ich kann leider niemanden vertrauen, habe ich oft genug festgestellt. Es bleibt nicht viel Zeit. Okay, der will auf Verteidigung spielen. Hm.
Tja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn alles so passiert, wie ich es mir vorstelle. Jetzt liest er erstmal den Charakter. Er muss ihn ja nicht angreifen, das ist ja der Witz dran. Ich muss ihn zum Taunt machen, den Charakter. Dann müsste er ihn angreifen. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Okay, er hat noch einen Taunt mit 2. Ich habe noch einen Taunt mit 4. Allerdings muss er vorher mit was anderem angreifen. Okay. Böses Viech. Lass mal überlegen. Was braucht der? Der braucht 5. Ich habe 8. Habe ich noch 3 über. Fügt einem Diener 4 Schaden zu. Ich frage mich, ob. Okay, pass mal auf. Gut. Das kann ich nicht. So. Den habe ich auch noch. Ich werde in der nächsten Runde den Taunt raushauen. Klar, er hat jetzt viele Viecher. Das ist nicht schlecht. Was genau haben die gemacht? Für jeden anderen befreundeten Diener, ja, klar. Aber wenn ich die anderen Diener platt mache. Ja, jetzt greift er mich natürlich direkt an, okay. Das ist keiner von denen, die hier nicht wissen, wie das funktioniert. Jetzt muss er auf die eigenen Angriffe auch achten. Erst einmal stärken. Dieser Diener hat bereits angegriffen. Ja, mehr kann ich nicht machen. Naja gut, das Deck ist an sich schon sehr gut. Es ist halt ein sehr langsames Deck. Ach, Schwein. Ernsthaft, ein Schwein. Okay, hat er quasi Opfer gespielt, die meinen Taunt angreifen. Ich greife der... Achso, kann er nicht. Was, mit dem? Na, dann bin ich mal gespannt. Der sollte... vielleicht einem befreundeten Diener 3 Schaden. Nicht schlecht. Nicht beeindruckt, nicht schlecht. Okay. 5-5. Gut gespielt. Das war's nämlich jetzt für ihn. Ja. Also man sieht schon, das Deck ist schon okay. Es ist ein bisschen zu langsam. Es ist ein Stück zu langsam gespielt. Es dauert ein bisschen zu lang, bis es in Fahrt kommt. Ja. Es dauert ein bisschen, bis das Spiel in Fahrt kommt mit dem Charakter. Ich werde an dem Deck noch eine Kleinigkeit ändern. Und dann probieren wir es nochmal aus und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wie spät ist es überhaupt? Ich habe keine Uhr da. Was sagt denn mein Handy? Was? 9 erst? Oder schon, je nachdem. Also gut, passt mal auf. Ich habe zu viele Sechser drin. Ich hau mal den raus, der hat nämlich keine Ding.
Wir haben ihn jetzt aus der Dinge rausgekaut. Hä? Ach, Quatsch! Das sind gar nicht die, die ich hab. Okay, wartet mal. Wir haben 2 Siebener. Das bleibt doch so, das passt. Ansturm lassen wir mal. Was haben wir denn hier? Zieh jetzt mal eine Karte. Da habe ich einen, das passt. Einen Charakter ein. Ich friere einen Charakter ein. Brauche ich eigentlich nicht. Mach das Spiel nur noch langsamer. Davon habe ich zu viele, habe ich gemerkt. Spot, Taunt. Die lassen wir drinnen, definitiv. Dann haben wir einen 4. Das ist eine seltene Karte. Bringt einen Diener zum Schweigen. Ja, das lassen wir drinnen. Die Taunts. Ich habe so viele Taunts drinnen. Dann nehmen wir mal einen Taunt raus. Dann nehmen wir auch mal einen raus. Füge einen Diener 4 Schaden zu. Das lassen wir mal drinnen. Das ist aber ein Diener. Da lassen wir mal bloß eine drinnen. Kumpel wird online kommen. Das lassen wir mal drinnen. Wobei ich die eigentlich nie benutze. Das lassen wir auch mal einen draußen. Das ist komplett sinnlos. Die Ansturm. Okay, passt mal auf. Nehmen wir mal noch einen Level 2er mit rein. Was nehmen wir da mit rein? Ruf einen. Ja, genau. Die da können wir mal mit reinnehmen. Waffe des Gegners zerstören ist nicht verkehrt. Dann nehmen wir mal eine mit rein. Aber nur eine, die reicht. Verliere am Ende. Was? Verliert am Ende eures Zuges einen anderen zufälligen befreundeten Diener plus einen Schaden. Okay, das nehmen wir auch mal mit rein. Ist sogar eine seltenere Karte. Nehmen wir mal Level 3er noch mit rein. Oh, was haben wir hier? Verstohlenheit. Der Charakter kann nicht angegriffen werden. Das ist sogar eine sonderlich seltene Karte. Was habe ich denn hier für Karten drinnen? Schauen wir, was haben wir hier noch in der Level 3er Liste. Einen Ansturm würde ich noch gerne mit reinnehmen. Andererseits wäre Storm auch nicht verkehrt, ne? Nehmen wir mal den mit rein. Ups. So, probieren wir es nochmal aus. Gut, zurück. Spiel. Wir machen natürlich kein gewertetes Spiel damit, das würde keinen Sinn machen. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, Alter! Darf ich... wird mir gehören. Dann kann ich gleich mal schauen. Euer schlimmster Albtraum. Dann können wir mal schauen, Oh, mit dem Karten bin ich sogar zufrieden. Dann können wir gleich mal schauen, was uns das Ganze bringt. Gegner wählt noch aus, okay. Ist okay. Darf ich hier den Typen kämpfen, den ich gerade selber spiele? Naja, vielleicht kann ich mir im Notfall was abgucken. Mal gucken. Du könntest genauso gut Hater sein, also wird er es nicht tun. Was? Alle Teile lange ausgesucht. So, geht nix, okay. Hauen wir dann mal einen Taunten aus. Ja, mehr kann ich nicht machen. So, schauen wir mal, ob der jetzt ein bisschen schneller ist. Ich habe vorhin nicht die Möglichkeit gehabt, was zu machen. Da war vorhin das Problem. Ja gut. Nee, das kann ich hier auch machen. Ich hab einen Ansturm. Mich interessiert das eigentlich nicht wirklich.
Das war's. Das kann ich in der nächsten Runde einsetzen, werde ich auch machen. Bekommen meine anderen Diener plus einen Angriff. Es geht nicht darum, dass ich Geld verdienen will. Ich habe viele Hater. Ich habe kein Ding mehr, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es geht nicht darum, dass ich viel Geld verdienen will, sondern es geht darum, dass ich... Normalerweise soll ich angreifen. Sonst greift die mich an. Es geht nicht darum, dass ich Geld verdienen will, sondern es geht darum, wenn ich Geld verdienen will, würde ich sagen, schaut mal unten unter dem Video, da ist ein Ding zu meinem Shop, da ist ein Ding zum Spendenlink und alles bla. Aber das mache ich ja auch nicht. Na, fügt der Mantina für Schaden zu. Oh, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht mal einen gescheiten Torn draus gepfeffert. Das habe ich mir jetzt gedacht. Jetzt kommt wahrscheinlich noch irgendein Zauber. Nee, Ansturm. Was? Was? Wie kann man zwei Viecher für ein... Ja gut, es ist ertaunt, aber trotzdem. So, damit habe ich drei Viecher auf dem Feld. Mal schauen, was er macht. Nach der Runde werde ich ja mal die Leute annehmen, die mich gerade angefragt haben. Noch ein Sport. Plus ein Einser, den nehme ich mal mit raus. Eure Magie wird euch nicht retten. Das ist kein gültiges. Ach, den kann man silenzen, ja genau. So, jetzt habe ich einen Torn draußen und vier Viecher. Jetzt habe ich allerdings keine Karten mehr. Ist natürlich auch schlecht. Kannst du den angreifen? Du musst einen Torn angreifen. Und der andere kann angreifen, aber seine Fähigkeiten nutzen ihn nicht. Allerdings hat er jetzt leider keine Möglichkeiten mehr. Wenn er es jetzt geschickt anstellt... Oh, Ansturm. Aber auf mich, ne? Nein, nein. Ja gut, ne? Dann hau ich halt jetzt den Taunten aus. Ja, die Karte hau ich beim nächsten Mal raus, schätze ich mal. Er spielt unranked gegen gleiche Lowbox. Ich habe auch vorhin Ranked Games gemacht, Kollege. Und ich habe jedes Ranked Game, was ich gespielt habe, auch gewonnen. Oder? Doch, ich habe glaube ich jedes Ranked Game gewonnen. Das eine mit dem Ding habe ich verloren. Ich probiere bloß gerade einen neuen Skill aus, also einen neuen Skillbaum hier. Deswegen mache ich das. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Schauen wir mal, was haben wir denn? Ah! Schöne Ding, du! Schöne Ding, du! So. Das war's. Ich will gegen die Spielendrache, ja, dann spiele ich aber mal anders Deck. Was macht der jetzt? Achso, der kann mich angreifen, der muss meinen Taunt angreifen. Ah. Sich selber wieder geheilt. Er muss meinen Taunt angreifen, sonst wird das nichts. Oh, ein normaler Moloch. Ohne meinen Taunt kommt er nicht weiter. Ich
Bitte gib nicht auf. Ich mag es nicht, wenn die Leute aufgeben. Das kann ich nicht ausstehen. Cheaten geht eigentlich nicht. Ich cheate nicht. Vier und zwei. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Das wird nicht gehen, oder? Ja, da, ich habe jetzt schon genug Viecher auf dem Feld. Ja. Ich habe nicht genug Mana. Gut gespielt. Oh, wenn ihr meint, euer Wunsch ist mir befehl. Natürlich bedanken die Leute sich auch nett. Ach doch, sogar. Hab nichts gesagt. So, so gefällt mir das Deck besser. Ein bisschen schneller. Doch machst du bei GTA. Na, GTA ist auch was anderes. GTA ist GTA, da cheatet man nun mal. So. Neue Karten. Verursacht 4 Schaden, werfe eine Zufälligkeit ab. Danke. So, gefällt mir. So gefällt mir der Ding. Ich habe 100 Dinger. Schauen wir mal, ob wir uns ein Deck leisten können. Was haben wir denn da? Ein Paket können wir uns leisten, ne? Klassisch. So kenne ich die Dinger noch. So im klassischen Stil. Was ist das? Neueste Erweiterung. Ist die neueste Erweiterung? Ach, es gibt ja Erweiterungen. Genau, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe das ewig nicht gespielt. Ich habe das bei der Beta das letzte Mal gespielt. Ich weiß nicht. Kennt sich von euch jemand damit aus? Was soll ich mir für ein Deck holen? Ich würde mir nämlich jetzt eins holen. Ich weiß nur nicht, was ich mir jetzt holen soll, weil ich habe... Ideal für Neuensteiger. Glaubst du an Spiele bis zu allen am besten? Bist du eine Art Host? Host? Nein. Was für einen Blu-ray-Player hast du? Ich hab Blu-ray-Player. Was denn, das ist jetzt plötzlich mein Blu-ray-Player? Ich hab einen Samsung Blu-ray-Player. Schon seit ewigen Zeiten. Seit 2011 oder so. So. Raus da. So, ich möchte ein neues Deck öffnen und sehe jetzt die Macht of Grayskull. So, bitte gute Karten. Eine goldene Karte. Alle Klassen. Nicht schlecht. Aber es ist bloß normaler Angriff, ne? Aber selten, hey. Nicht schlecht. Ich meine, ich glaube, eine seltene ist immer dabei. Hexenmeister, Magier, da, Paladin. Paladin spiele ich überhaupt nicht. Schamane. Mein Merk müsste der Schamane sein, oder? Ich habe darauf geachtet. Rainer, brauchst du deine Hilfe? Meine Teewurst. So Leute, aus Sicherheitsgründen werde ich mich jetzt mal kurz hier breit machen, denn ich werde jetzt mal im Game, ja jetzt habe ich die Karten halt noch schnell eingesammelt, ich werde jetzt im Game schnell mal die Freundschaftsanfragen annehmen. Und, Nein, jetzt bin ich rausgeflogen, oder was? The game is crashed by OPS.
Was? Ah, jetzt bin ich ganz rausgeflogen. Das war so klar, ey. Na, zum Glück bin ich jetzt ganz über die Dinge drüber gezogen. Solange der Stream nicht crasht, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Das Spiel noch nicht, wie ich das will. Dreht mal auf den Zeiger, das muss doch echt sein. So ein Scheiß, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist denn jetzt los? Du mach doch mal hier hin, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, aber während das Spiel dauert das ewig. Was dauert ewig, während das Spiel? Hallo? Was ist denn jetzt los? So, wird jetzt noch was oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder was hast du gesehen? Das mag nicht. Herr Pinky, ich hab dich gar nicht angesprochen. Hm? Oh, okay, nochmal raus aus dem ganzen Spaß hier. Die Softboxen sind so heiß. Im Sommer, ich freue mich ja schon auf den Stream im Sommer. Ui. Garantiert, 30 Grad im Schatten draußen oder 35 Grad, Softboxen an in purster Hitze, da wird der Ventilator nicht ausreichen wahrscheinlich, mich abzukühlen. Dann werde ich hier öfter mal nackig streamen. Komm, setzt euch ans Feuer! So, steigt des Paladins oder Priester, Sieg des Paladins oder Priester? Nö. Ich spiele keinen Paladin und ich spiele auch keinen Priester. Was ist denn jetzt los? Ihr wurdet herausgefordert. Kollege, das ist uncool, wenn du deinen Namen da rein postest. Nö. Du hast keine Lust. Ihr braucht mich gar nicht herausfordern. So Leute, ich spiele ein paar Ranked Games. So. My Furion gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich muss die Wildnis schützen. Die 3 war wahrscheinlich ein Fehler. Ja, toll, dankeschön. Erstmal Grüße. Gut gespielt. Ups. Grüße. Mich vertippt. Hallo. Ah. Grüße. Hallo. Das grüßen wir uns hin und her, oder was? Ja, ist meine Cola leer. Muss ich nachher noch eine holen. Dann improvisieren wir halt, dann hau ich noch ein Bier hier rein.
nicht schlecht. Direkt am Anfang so viel Schaden nehmen. So, mal sehen. 3, 2, 5, 4. Ne, 4, 2. Ich sollte auf jeden Fall was raushauen. Besser als gar nichts ist es. Ach, immer dieser Kindergarten hier. Verursacht einen Schaden. Naja, herzlichen Glückwunsch. Zieh eine Karte. Bringt mir herzlich viel. Oh, das Teil ist auch nicht schlecht. Oh, ein Ansturm. Ups. Das hier rechts ist übrigens der Friedhof, also hier links besser gesagt. Ja, bei Hearthstone kann ich halt nebenbei immer ganz gut drauf schauen. Ich habe nicht genug Mana. Oh, das sind große Sex. Das ist schlecht. Verursacht einen befreundeten Diener. Aha. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wenn ihr meint. Das war's. Jetzt kriege ich dich wieder irgendeiner zwei Schaden. Ah, okay, gut. Naja, mach. Schlummerett. Nur ich und Herr Weißerchen. Ich werde auch mal gegen Fans spielen, weil ich das gerade hier gefragt werde. Im Chat. Also hier im Hearthstone-Chat. Verursacht einen beliebigen Feind 5 Schaden. 5, dann machen wir nochmal 5. Das ist ja auf 9 Runde, dann nochmal 3. Dann habe ich allerdings keine Angriffsmöglichkeiten mehr. Ich kriege aber noch 8 Leben durch die Karte in der nächsten Runde. 1, 3, 2. Das Risiko ist es wert oder nicht? Zieh jedes Mal eine Karte, eine Zauberkarte aktiviert. Wird, das ist nicht so das Prickelndste vom Ei. Verursacht 5 Schaden eines Ziels. Machen wir es mal so. Vorwärts! Wenn ihr meint?
Das war's. Gut. Schauen wir mal. Okay, da hat jetzt den Schaden gemacht. Als nächstes kommt der Taunt. Ich würde gerne gegen dich spielen. Ja, das ist mir schon klar. Wenn er keinen Taunt raushaut, ist er in der nächsten Runde vermutlich down. So, ich hau jetzt einen Taunt raus. Dann habe ich noch die hier. Und jetzt greife ich nochmal zweimal an. Ja, und das war's. Mehr kann ich nicht machen. Rainer hast du hier. Das war auf mich, das ist okay. Oh! Kumpel gerade online kommen. Hätte ich mir gedacht, dass der auch mal online kommt um die Uhrzeit. Na gut, es ist Samstag, ne? Okay. Jetzt muss er meine Viecher platt machen. Ja gut. Oder hat er noch eine Kalle in der Hinterhand, dann bin ich tot. Du nicht nehmen Kerze. Okay, das bringt ihm nichts. Damit kriege ich bloß einen Schaden und das kann er noch. Na doch, das kann er noch machen, aber ich kriege bloß einen Schaden dadurch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch irgendwas in der. Okay. Gut gespielt. Gut gespielt. Tut mir leid. Danke. Das war's. Ja, die Ranks muss man schon aufpassen. So, ich bin jetzt in Rank gestiegen. Oder? Oder bin ich jetzt gestiegen? Ja, also mit Malfurion bin ich halt echt nicht schlecht. Wann wird hier subscribed? Was meinst du damit? Du kannst jederzeit subscriben, wenn du möchtest. Hast du doch unten den Button. Soll ich noch. Hör doch mal auf, eine Anfrage zu schicken. Soll ich noch länger online bleiben? Weil dann würde ich jetzt erstmal schnell aufs Klo gehen, eine kurze Werbeunterbrechung machen in der Zwischenzeit. Ja. Werbeunterbrechung geht natürlich nur für die Leute, die keinen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich euren Adblocker mal kurz ausmachen, dann habt ihr dann die Werbung für mich. Dann bekomme ich ein bisschen Kohle. Das bedeutet auch, dass ich für euch besser streamen kann. Weil ich damit auch ein bisschen ja für mich, für mein Zeug arbeite. So, also, was los? Wie sieht's aus, Leute? Ja. Lauf mal, bleib noch. Also, ich soll noch länger bleiben. Ich möchte nur eine Runde gegen dich spielen. Ja, jetzt warte doch mal, jetzt gehe ich erstmal. Ich so oder so, ich muss erstmal pissen gehen. So viel ist sicher. Ist das dieser Vielmann? Interessiert mich nicht. Bleiben. Warum darf man bereit Samer nicht schreiben? Warum? Keine Ahnung, der steht halt in der Blacklist drin, keine Ahnung. Auf die Seite, bevor es zu spät ist. Okay, ja, also wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ah, jetzt wird halt immer langsam. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr, wie gesagt,
einfach mal kurz euren Adblocker rausmachen, ausmachen. Und dann werde ich jetzt in der Zwischenzeit mal kurz pullern gehen, mir kurz aus der Küche einen kleinen Happen zu futtern holen. Und dann bin ich nach der Werbeunterbrechung wieder da. Funst! Viel Spaß! Bitte! Ja, ihr braucht es erwartet. Ja. Nein, es gibt kein Pure-TS. Nimm mich auf Smite an. Boah. Hast du Ahnung, wann ich das letzte Mal Smite gezockt habe? Leute, hier werden keine Links gepostet. Das habe ich, glaube ich, schon 10 Milliarden Mal gesagt. Sorry, ich nehme hier niemanden als Mod rein, den ich nicht kenne.
So, Leute. Du kannst dich hier bekannt machen, indem du in der Community dabei bist und so weiter und hier aktiv dabei bist. Und wenn ich dich aufzähle, dann kannst du gerne dann kannst du hier gerne als Moderator mit dabei sein. So, Isni, du bist echt hartnäckig. Gut, dann spielen wir eben mal eine Runde. Wahrscheinlich hast du dir jetzt ein Deck extra für den für Mainz gegen Mainz gemacht. Na, da bin ich ja mal gespannt. Skull. Malfurion gegen Jaina. Ich hab dich so gedacht. Ich muss die Wildnis schützen. So. Sorry, aber da das gegen Fans spielt, muss ich leider das so machen. Sonst geht ihr her und schaut hier noch in meine Karten und das brauchen wir echt nicht. So. Also. Einfach mal so. Gut gespielt, Größe. Hab mir wieder verklickt, ich Idiot. Hallo. So. Lass mal überlegen. Machen wir mal weiter. Oh, ich hätte mein Ding machen können, ich Idiot. Na, ist egal. Was ist denn das? Geheimnis? Okay, ja gut, ne? Hat anscheinend schon ein wenig seltenere Karten als ich. Jetzt habt ihr natürlich... Na, ist jetzt auch egal. Ich hoffe, man zieht die Karten nicht. Wahrscheinlich muss ich, ja, habe ich mir schon gedacht, Sekunde. Ja, ich muss da. Mike wartet auf niemanden. Leider das so machen, Leute, weil ihr seht sonst halt meine Karten, also die Person, die halt hier gerade gegen mich spielt, und das macht natürlich keinen Sinn. Dann kann man sich natürlich leichter eine Strategie ausdenken und ich kann nicht davon ausgehen, dass die Person fair ist. Wartet auf niemanden. So.
Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade zu ruhig bin, aber ich bin halt gerade nicht konzentriert. Weil ich weiß halt nicht, was für ein Charakter dieser, oder wie stark der Charakter ist. So, weil ich schon ahne, was die Karte da von ihm macht, versuche ich jetzt mal was. So, sagt sich schon. Ich habe nicht genug Mana. Das kann ich dann nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viele Runden ich noch mache. So, ich gehe jetzt mal davon aus, weil die Person keine Karten spielt, dass die Person will, dass ich angreife, wegen ihrem komischen Geheimnis. Deswegen werde ich es jetzt einfach mal machen. Bin mal gespannt, was passiert. Geheim. Geheim, wenn euer Held angegriffen wird. Was war das jetzt? Wenn euer Held angegriffen wird, erhaltet ihr 8 Rüstung. Ah, okay, das habe ich mir schon gedacht, sowas die Art. Wieso habe jetzt ich so viel? Ach so, weil ich gar nicht mehr dran war. Entschuldigung, ich habe zu lange gebraucht. Twizzle, servus. Ah, da ist ja sogar schon jemand, der abonniert hat. Machen wir mal einen Korn draus, so. Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst. Stellt 8 Leben wieder her. Ah, lol. Ich Idiot, ich hab gedacht. Na, ist egal. Ja, erstmal fressen. Drache, wie geht's dir? Wie geht es Theresa? Ach man, Leute, könnt ihr einfach mal die Fresse halten? Müsst ihr immer den ganzen Tag provozieren, ich begreif's nicht. Support bis in den Tod, lol. Hallo? Grüße. Wieso sind hier so viele Untermenschen? Tja, das frage ich auch. Wir machen jetzt einfach so, jetzt können nur noch noch Dinger schreiben und dieses Mal bleibt es da drauf. Ah, ich bin eingefroren. Na gut, dann machen wir nochmal einen zweiten Taunt, oder? Ja, machen wir einen zweiten Taunt. Was? Ach nein, ich hab den nicht gelesen, ich Trottel. Oh man. Man, es wäre auch mal ein bisschen schlau gewesen zu lesen. Genau, ein Boot fehlt. Für die Wildnis. Das war's. Gut gespielt. Ich sag. Ha 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 ha!
Gasthöhle hat er jetzt angestellt gerade? Todesröcheln. Ach, lol. Zeit wartet auf niemand. Du nicht nehmen, Kerze. Das war's. Hier schreibt keiner mehr, weil ich den Admin-Ding angemacht habe. Das können nur Abonnierte anmachen. Gut gespielt. So. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Bloß für mich halt blöd, wenn dann plötzlich so Viecher reinkommen, die halt legendär sind. Ich habe in meinem Deck nämlich kein legendäres Viech. Ach, Leute. Soll ich mich jetzt gerade blamieren, oder was? Wartet mal. Ich will noch... Hört auf. Ich will noch eine Runde hier machen, aber noch einen Sieg. Ein Sieg noch würde bedeuten, ich bekomme... Wenn ich noch einen Sieg habe, bekomme... Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich habe auch nicht den Charakter. Ein Sieg bedeutet, ich bekomme noch einmal... noch einmal Punkte und alles. Malfurion gegen Thrall. Soll ich andere Karten nehmen? Na, es passt schon. Ich muss die Wildnis schützen. Ich habe ehrenhaft verloren. Also, ich bin halt gegen legendäre Karten nicht gefeit. Das ist halt mein Problem. Aber, hey, wenn du die Karten hast, warum sollst du nicht einsetzen? Das ist doch eine Warum jetzt schon wieder ein Level 8er? Achso, wartet mal. Wartet mal. Einsatz bereit. So. Erst einmal Grüße. Und jetzt halt überlegen. Grüße. Ah, Grüße auch sehr schön. Ist halt einfach der Anstand. So, einen Schaden. Damit könnte ich nochmal eine Karte ziehen. So. Damit habe ich dem Taunt schon einen Schaden gemacht. Hält zwei Markskristalle, da halte ich eine. Wenn ich das nochmal ziehen würde, wäre nicht schlecht. So, 2, 4, ich habe jetzt 5 Mana-Kristalle. Lass mal schon wieder viel zu viel Zeit. Okay, pass mal auf. Ich frage mich, ob... Wir machen das so. Lass meinen Gegner noch wegen dem Unwissenden. Man merkt auch, ich bin mittlerweile komplett unkonzentriert. So, hauen wir mal das raus, dann das. So,
Gut. Auch einmal ein paar Viecher rauskaut hier. Ach, Chrissy, du hast gerade erst abonniert? Oh, der hat meinen Taunt flach gelegt. Ach, der hat meinen Taunt gesilenced. Nein. Fügt einem Feind 4 Schaden zu. Ich glaube, gegen den habe ich keine Chance. Wartet mal. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, ich opfer mal das Viech. Ja, Mann! Ich warte auf niemanden. Anscheinend auch viele Taunts. Esther war der, wo den einfriert, ne? Nee. Fügt einem den er 4 Nee. Normalerweise greift man erst die Viecher an. Habt ihr Fisch dabei? Oh, ich hasse Tiggies. Seit Banjo Tui, nicht Banjo Tui, seit Donkey Kong Country Returns hasse ich Tiggies. Müllermilch? Ne, Buttermilch, Entschuldigung. Sex, ne? Füllt mir 8 Leben wieder auf. Ist aber halt auch bloß eine Notreserve. Mach mal den Schaden da fertig. Weil damit sorge ich dafür, dass er mich nicht angreifen kann mit die 4 Schaden. Ach, so viel zu dem Thema. Gut gespielt. Schaden, ne? Das war's. Ja. Die Wahrheit ist mein Schild. Der verzweifelt der Versuch anzugreifen. Irgendwie. So, dieses Mal werde ich verlieren.
das sieht nicht cool aus, ist richtig. Das, die Runde werde ich verlieren. Gut gespielt. Ich danke euch. Tja, blöd gelaufen, wa? Aber man lernt auch durch die Niederlagen. Der kennt mich nicht, oder? Nein, ich fange nicht mit Magic an. Ah ja. Will dem jetzt auf den Sack gehen oder was? Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch eine Runde mache. Oder ob ich nochmal an meinen Deck schrauben soll. Nom 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 nom. Loni, Servus und herzlich willkommen in der Drachenarmee. Oder in den bei den Hashtag Drachis. Herzlich willkommen bei den Drachis, genau, das ist die beste Aussage. Ich überlege jetzt bloß gerade. Leute, ich habe gar keine Lust, ich könnte euch auch selber einladen, wenn ich wollte. Die Arena ist halt gerannt, ne? Stimmt, da habe ich schon Niederlage gehabt. Da bin ich doch schon ewig her gewesen, Alter. Da gibt es andere, das ist kein Ding, kein Stress. Das ist schon ewig her, ey, dass ich das gemacht habe. Meine Sammlung. Schauen wir kurz in die Merk-Karten rein. Habe ich noch alles drinnen? Ich gebe dir Tipps, es bringt mir nichts, weil ich habe damals nicht gewusst, was Arena ist. Es war noch zur Beta-Zeit. Und damals habe ich das so gemacht, dass ich raus bin. Das ist jetzt, was war das? Der Viererkarte. Kann man hier. Füge einem Feind 4 Schaden. Okay, das habe ich aber schon entdeckt, ne? Ja, das ist genau, die ist schon drinnen. Das habe ich auch schon. Stimmt, ich habe noch die Level 8 Downs. Gab's die hier nicht mehr?
sieht aus, als gibt's die Achte hier gar nicht mehr. Oh, was haben wir denn hier? Zieh zwei Karten oder steh fünf oder stehlt fünf Leben wieder. Stellt fünf Leben wieder her. Ah. Interessant. Der Bock der 7, ne? Hier. Kann ich mal eine rausnehmen. Dafür hau ich die mal rein. Nee, ich mache die Facecam nicht auf die rechte Seite vom Bildschirm, die ist nämlich bewusst auf der linken Seite. Ach, das war der von vorhin. Was haben wir hier? Füge einem Diener 5 Schaden zu oder füge allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Ah. Das ist eine 5er. Ist überhaupt keine 5er drinnen. Jetzt denke mal ein bisschen optimieren gerade. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, dass mir gerade jemand geschrieben hat. Clowny, servus. Oh, das Bild muss ich ja mal rausnehmen, das hat man dann nichts verloren. Dann gib mal Ruhe. Nö, du gibst jetzt Ruhe, und zwar für immer. Tschüss, du Spacken. Aha. So, machen wir nochmal kurz Werbung und ich mache in der Zwischenzeit mein Deck fertig. So, servus Lord Flex, danke fürs Abonnieren, so nice von dir. Und nein, ich kann hier, Leute, es sind hier keine Links im Chat erlaubt. Es ist doch auch nichts Neues. Kapitel, was das immer ist, ey, dafür gibt's einen Banner, ey, Leute. Warum gönnt ihr den Rechner? Ja, so, fliegt's auch gleich raus, danke schön fürs Gespräch. So. So, machen wir jetzt mal fertig. Das sollte mal reichen, denke ich. Was haben wir hier? Drachenlord. Mach mal TS aus. Sprachen mit. Ich mache überhaupt nichts mit irgendjemandem, weil sonst bin ich hinterher wieder der Gearschte. Weil ich mir hinterher wieder anhören darf, weil ich die Hände wie kritisiere. No. Nee, danke schon. Ah. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich überhaupt weitermache. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr.
Ja, das war auch Zaum, das ist viel besser als jeder anders, mein Kollege. Was ist das? Magic? Achso, Sonic. Nee, das ist Hearthstone. Ein Spiel von der guten Firma Blizzard. Dann, wie groß bist du? Irgendwas um die 1,90. 1,96, irgendwas in der Größenordnung. Ach, Leute. Ich habe Lust auf Mango. Esse ich ein bisschen Mango gerade. Ich habe mich mit den Regeln hier noch nicht vertraut gemacht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich hier Musik spielen darf, deswegen mache ich es nicht. Pfefferminz. Oh, herzlichen Dank fürs Abonnieren. Sau geil. Ich weiß nicht, soll ich noch eine Runde spielen, Leute? Mango. Ich hab gelesen, was du geschrieben hast. Ich hab nicht darauf reagiert, das ist alles. Ich fress jetzt die Mango gar. Ich überlege jetzt gerade, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Da spiele ich noch eine Runde. Nein, geh weg. Spielen wir noch eine Runde Ranked. Schauen wir mal, ob ich im Ranked noch weiterkomme. Nach der Runde Ranked höre ich auf, weil da habe ich keinen Bock mehr. Ich habe jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr. Wenn ich keinen Bock mehr, ich habe auch keine Konzentration mehr, das hat man vielleicht schon gesehen. Es hat nichts mit eigenen. Es hat nichts mit einfachem Weg zu tun, sondern damit, dass ich nicht dran glaube. Gegen Valerka. Oh, hier Schurke. Auf der. Ich muss die Wildnis schützen. Aha, gegen Schurken. Ein Torn schmeißt man nicht weg. Bestätigen wir das mal. Toll, oder Vierter. Grüße. Die Freude ist ganz meinerseits. Dies ist unsere Stadt. Haut ab! Ich will auch gar nichts links dran schreiben, ich lese das überhaupt nicht. Für die Wildnis.
habe schon oft genug gesagt, dass ich überhaupt keine Gurte habe. Ich habe nie in einem Verein gekämpft. So, jetzt reicht es mir. Ich kann mich hier aufs Spiel konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit bannen muss. Wenn ich nicht benehmen können, dann geht wieder in den Kindergarten, wo ihr hingehört. So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Ich danke euch. Fügt den feindlichen was? Helden 2 Schaden zu. Ich danke euch. Entschuldigung. Würdet ihr mal aufhören, mich hier zu spoilern? Ich spiele selber, Leute. Ja, doch auf mich schon. Wow, okay. Oh man, muss es sein? Hör auf, mir zu spoilern, Alter. Ich lese es einfach nicht. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ach, Idiot, hab nicht selber angegriffen, oder? Oh, bin ich blöd. Ah, doch, Schmarre, vielleicht hab ich selber angegriffen. Ich hasse Raptoren. Hat jemand den Abzug? Thank you.
hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Wenn ich er wäre, würde ich jetzt nochmal angreifen auf mich und dann mit seinem Raptor gegen mich. Dann hätte ich 3 Schaden, die ich nehmen muss. Wobei es egal ist, wie rum er angreift. Ja, das sieht man, ich spiele da unkonzentriert. Normalerweise hätte ich ganz andere Sachen gemacht. Also gut, hau mal einen Taunt raus. Fangen wir nochmal den Taunt an, stärker zu machen. Dann, selbst. Ja, das bringt mir nichts, dann greife ich ihn an. Ja, mehr kann ich nicht machen. Wenn ich den sein Viech angegriffen hätte mit meinem Charakter, hätte ich einen Schaden einstecken müssen. Wäre zwar vertragbar gewesen, aber es muss echt nicht sein. Vernichte einen feindlichen Diener. Alter, was ist das für eine kranke Karte? Vernichte einfach random mein Vieh. So gut wie ein Ernsthaft. Gut gespielt. Wenn jemand was Gutes macht, dann antworte ich auch gut darauf. Du nicht nehmen Kerze! Ich habe die besten Angebote weit und breit! Für die Wildnis! Das war's! So. Mit dem rechten den linken, mit dem linken, ja, wobei das dann egal, wie der langweilt. Ich danke euch. Nicht schlecht. Hat jemand den Arsch gerissen? Legt einen Dolch an. Ja, das war klar. Ich bin da unkonzentriert. Aber hey, ich hab ein Level up. Nicht schlecht. Alter, geiles Headbanger-Teil. Oh, ich habe eine Belohnung bekommen. Stelle 8 Leben. Na, die Karte habe ich doch schon. 3-mal oder so. Oder 4-mal. Na gut. Leute, an dieser Stelle wurde ich mal ein Play beenden. Also, es war ja eigentlich nur ein Test, also eigentlich wollte ich gar nicht so lange online gehen. Was sind da davon? Und dann werde ich mich an dieser Stelle jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Machen wir nochmal kurz die Freiheit an. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr, ja, ich werde wahrscheinlich die Woche nochmal streamen, also heute oder morgen, also es gibt die Woche. Ist ja bloß noch morgen. Aber wenn ich sehe, dass das so gut funktioniert und alles, werde ich morgen mit Sicherheit nochmal streamen. Ja, jedenfalls, das ist schon echt nicht schlecht. Da kann man echt nichts sagen. Naja. Und ich muss auf jeden Fall jetzt mich langsam mal was sicher auch mal aufs Ohr legen. Bin nämlich müde wie Sau. Was? Das ist das 22:25? Hä? Der Fug? Ich hab gedacht, das ist schon später. Ich kann Dragonica vermutlich nicht streamen, weil da schon der Server immer Probleme hat zurzeit. Vor allem am Wochenende. Und das Spiel hat an sich schon. Also, das ist schon schwierig genug, das Spiel überhaupt zu let's playen. Was sind da davon? Wie könnte ich dir dann.
kannst du mir nicht beweisen, das ist das Problem dran. Sei einfach hier drinnen, sei einfach anständig, mach keinen Scheiß. Komm, das schon wieder. Nö, ich bin müde wie die Sau. 16, Hater ignorieren läuft. Möchte mal was klarstellen, du Spacken. Hater ignorieren geht nur, da geht's nur um YouTube und meine anderen Sachen. Und was meine Streams angeht, ist sowieso eine andere Geschichte. Also. Also mal wieder auf Warcraft gespielt. Ich hab's mal angezockt, das war's aber auch schon. Ja. Also nö, ich hab's nicht gezockt. Ich hab's mal angezockt. Gut, dann werde ich jetzt den Stream hier an der Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Stream, beim nächsten Mal, wie auch immer. Vielleicht, wie gesagt, streame ich sogar morgen nochmal. Geil, oder? Schöne Rahmen. So, wie gesagt, vielleicht streame ich sogar morgen nochmal. Haut rein, wir sehen uns vermutlich morgen oder irgendwann die Woche auf jeden Fall. Also Hearthstone könnt ihr darauf verlassen, das streame ich wahrscheinlich öfter. Werde auch wahrscheinlich noch einen Test oder sowas davon machen. Gut, dann haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Drache. Tütülü. Au revoir. Auf Wiedersehen. Tschüss.